Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für ein Kanal-Update und das will ich euch auch nicht vorenthalten. Ja, eigentlich hätte es jetzt Ende des Monats sein müssen, aber ich habe mir gedacht, ja, es ist jetzt WM gerade. Warum nicht jetzt eins aufnehmen? Und am Basteltisch passiert sowieso jetzt nicht so viel wie sonst auch. Also natürlich gibt es bei euch den ein oder anderen Fußballmuffel, dem das alles total kalt lässt. Mich nicht, ich bin voll dabei. Und von daher bastel ich dann eher weniger. Ja, aus gegebenem Anlass möchte ich auch sagen, das Groupbild Großwildjäger, was ja Ende des Monats ausläuft, werde ich um 6 Wochen verlängern. Und zwar bis Mitte oder sagen wir mal, ziemlich genau bis zum 15.8. Nein, nicht weil die WM ist und ich jetzt nicht weiter bastel und Fußball gucke. Ich habe viele Fortschritte beobachtet und auch Zuschriften bekommen, ob man das nicht länger laufen lassen könnte, weil der eine oder andere aus verschiedensten Gründen noch nicht fertig wird. Und ich denke mal, wir wollen hier eh keinen Wettbewerb machen, das soll auch Spaß an der Freude sein und wir wollen am Ende alle tolle Modelle sehen, ich auch. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, den Großwildjäger noch um 6 Wochen zu verlängern. Und ich denke mal, das ist im Interesse von vielen. Ja, wo wir gerade beim Großwildjäger sind. Ich zoome jetzt mal an die Arbeitsplatte ran, sage ich mal. Und dann seht ihr, was fertig geworden ist und welche Baufortschritte ich hier am machen bin. So, hier haben wir auch schon die eine Seite vom Panther oder vom Jagdpanther. Das Laufwerk, das ist schon. So, Mensch. Ist schon soweit eigentlich fertig. Es fehlt hier nur noch an den äußeren Laufrollen so ein bisschen Staub, dass das verstaubt ist. Chipping ist schon dran. Das Gummi ist schon soweit gealtert. Jo. Und ich habe mich dazu entschlossen, euch hier auch ein kleines Tutorial aufzunehmen, wie ich ein Kettenlaufwerk mit einer trockenen Verschmutzung. Also das ist jetzt nicht total vermatscht, das ist mehr so alter trockener Dreck. Und da werde ich ein kleines Tutorial drüber machen. Ja, was hat sich noch getan auf der Werkbank? Es ist in meinem ja, Mittwochsprojekt, kann man sagen. Nee, Quatsch, Donnerstagsprojekt. Und zwar, dort treffen wir uns nochmal zum Basteln und da habe ich mich entschieden, dass ich den Flakpanzer E100 mache. Und ja, ist ein schönes Teil von einem Musik-Hobby. Macht auch Spaß. Hat hier, wie ihr seht, ein voll bewegliches Fahrwerk. Da, wo sich das hier noch nicht hochgebogen hat. Und ja, auch da bin ich jetzt dabei, zugange. Und über dieses Modell mache ich jetzt keinen Baubericht. Da wird es vielleicht ein Video zu geben, wenn der dann mal fertig ist. Ja, jetzt kommen wir zu den Modellen, die fertig geworden sind. Und das sind ein paar kleinere. Fangen wir mit dem größten mal an. Vorsichtig. Das ist der PLA PLL 05, eine 120 mm Haubitze oder Mörserhaubitze der chinesischen Befreiungsarmee, People's Liberations Army, also Volksbefreiungsarmee. Und der Bausatz selber ist von Hobbybus. Ich habe mich hier mal dran versucht an der Digitaltarnung und ja. Ich denke mal, fürs erste Mal sieht das ganz brauchbar aus. Und ja, ich denke, das kann man so lassen. Auch hier an der Base, da habe ich von AK, habe ich das Zeug noch hier? Nee, von AK ist das jedenfalls. Das ist ja, Terrain-Asphalt nennt sich das. Das ist eine Strukturpaste auf Acrylbasis. Hat mir sehr gut gefallen. Dann ist ja der Kleine fertig geworden. Machen wir mal schnell ran. Eine Warhammer-Figur, meine erste, die fertig geworden ist. Es ist ja, ich habe ja schon einen Space Marine angefangen, aber der ist noch nicht fertig. Und stell ihn nochmal hin. Ja. Das ist auch letztendlich ein kleines Experiment gewesen. Und zwar habe ich dort, wie ich es in einem Video schon mal gezeigt habe, diese Farben, diese Blitzrounds ausprobiert.
aus dem Hause Uschi van der Rossen und die haben mir sehr gut gefallen, weil das polierbare Farben sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier so gut rüberkommt, aber der schimmert verhältnismäßig gut. Ja, kleine Warhammer-Figur, hat mir Spaß gemacht, wird nicht die letzte gewesen sein. Aber das Steckenpferd liegt natürlich beim Militärfahrzeugmodellbau. Dann auch so ein bisschen just for fun, weil so wie natürlich alles im Modellbau sollte es sein, einen kleinen Starfighter. Okay. Heute ist es ein bisschen tricky. So, das ist ein Revell-Bausatz aus dem 40 Jahre Luftwaffe, also nicht, dass es aktuell jetzt ist. Ist ein bisschen in die Tage gekommen, der Bausatz, aber nicht schlecht. Also man kann da ordentlich was draus machen und ich denke mal, er ist vernünftig geworden. Soweit. Also kann ich mit leben und das ist eine gute Trockenübung gewesen für den großen Starfighter in 1:48. Ja, was gibt es denn noch jetzt zu erzählen? Ja, dann habe ich noch einen Termin, der jetzt anliegt, also wo ich jetzt drüber Bescheid weiß. Und zwar ist das der 18.8. diesen Jahres. Da ist beim Modellbaukönig wieder das Sommerfest. Da gibt es wieder Wurst und Bier und man kann sich im Lager frei bewegen und dort ja zwischen den Modellen stöbern und gucken, was einem so gefällt. Und natürlich kann man auch gleich live vor Ort einkaufen. Ja, einkaufen. Das ist natürlich das Stichwort jetzt. Ich habe hier so ein paar Bilder zusammen, damit ich jetzt die ganzen Bausätze nicht in die Kamera schleppen muss. Was ich im Quartal so angeschafft habe, getauscht habe, gefunden habe auf Flohmärkten, whatever. Also da ist ein bisschen was zusammengekommen. Ja. Guckt euch, wenn ihr Bock habt, noch die Bilder an. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Habt weiterhin auch trotz der WM Spaß am Modellbau. Ich freue mich immer, eure Sachen zu sehen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir auch erhalten. Also, bis denn dann. Ciao.